Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, ich möchte mich bedanken für den Zuspruch, den ich bei Ihnen in der Wahl am 25. Mai 2014 in Form von 42,41% der Stimmen erhalten habe. 13 von 15 Wahlbezirke haben bereits entschieden, dass Sie das neue Miteinander in der Gemeinde haben möchten. Ich möchte Sie jetzt mit auf eine Reise durch die Gemeinde nehmen. Wir befinden uns nun in Dingstede. Dingstedes ländlicher Charme besteht insbesondere darin, dass wir an den Gärten und an den Seiten- und Wegesrändern teilweise sehr alte Obstbäume haben. Das macht diesen Ort so interessant. Hatter Wüsting oder Hatter Wösch? Zwei Ortsnamen, ein Ortsteil. Dieser Ortsteil entwickelt sich, wir haben hier das Neubaugebiet und wir haben auch den ländlichen Charakter. Die Dorfstraße und der Vossbergweg steht gerade noch in der Diskussion. Hier werde ich mich für eine gute Lösung für alle Mitbürgerinnen und Mitbürger einsetzen. Kirchhatten. Wir befinden uns nun hier auf dem zentralen Marktplatz. Kirchhatten hat die Besonderheit, dass die Straßen sternförmig auf den Ort zulaufen. Professor Müller ist im Moment dabei, mit seinem Arbeitskreis Dorferneuerung ein Konzept zu erarbeiten. Dies soll bis September 2014 vorgelegt werden. Ich setze mich hier für eine zügige Umsetzung der Ergebnisse ein. In Munderloh treffen Gewerbe, traditionelle Landwirtschaft, moderne erneuerbare Energien und Naherholungsgebiete wie der Plietenberger See zusammen, ohne sich gegenseitig zu beeinträchtigen. Besonders stolz kann der Ortsteil auch auf Orte wie diese sein. Sandhatten, eine Bauernschaft der Gemeinde Hatten, hat einen zentralen Dorfplatz, auf dem ich mich gerade befinde. Sandhatten ist weiterhin eingebettet in zwei Naturschutzgebiete und grenzt an die Hunteniederung an. Zu diskutieren wird in Zukunft auch ein eventueller Ausbau des Wöschenweges sein. Nun befinden wir uns in Sandkrug. Dies ist der Bereich, der am wenigsten ländlich geprägt ist in der Gemeinde, der aber durch das Bahneführerholz und durch die Dünenlandschaft einen besonderen Wert für die Naherholung hat. Er gilt als Anziehungspunkt im gesamten Landkreis und sollte daher auch weiter genutzt werden. Die Verkehrssituation, wie sie hier am Bahnübergang zu sehen ist, ist natürlich ja, in Teilbereichen zu bemängeln und da setze ich mich dafür ein, dass wir eine adäquate Lösung bekommen, die für alle Mitbürgerinnen und Mitbürger von Vorteil sein kann. Sandtange, ein kleiner Ortsteil, ländlich geprägt, der die Besonderheit hat, dass er in der Gemeinde als einziger Ortsteil auch aus der Luft zu erreichen ist. Wir befinden uns jetzt in Schmede, in dem Wohnen, Urlaub, Landwirtschaft, Reiten, alles in einem Ortsteil möglich ist. Besonders die Reitwege, die durch die Anwohner selber wieder jetzt renoviert wurden, runden im Grunde diesen Ortsteil ab. Wir befinden uns nun in Strickermoor. Die Moorkolonie, die Anfang des 20. Jahrhunderts gegründet wurde, hat mittlerweile eine eigene Identität in der Gemeinde entwickelt. Im Hintergrund sehen wir die Grundschule Strickermoor, für deren Erhalt ich eintrete. Die Gemeinde ist eine familien- und kinderfreundliche Gemeinde und muss es auch bleiben. Wir befinden uns nun im Ortsteil Twebeke. Twebeke hat die Besonderheit, dass es dreigeteilt ist. Ein Teil gehört zu Oldenburg, ein Teil zu Hude und ein Teil zu unserer Gemeinde Hatten, Twebeke Ost. Twebeke Ost ist ein sehr ländlich geprägter Ortsteil, der von den Oldenburgern Moorkolonien wahrscheinlich die älteste ist.
besondere Probleme oder besondere Aufmerksamkeit wird in Zukunft auf den Grenzweg hier an der Hatter Landstraße gelegt werden. Hier muss es meiner Ansicht nach eine Geschwindigkeitsbegrenzung geben, damit schwere Unfälle verhindert werden können. Sie haben gerade sehen können, wie schön und vielfältig unsere Gemeinde ist. Jetzt meine Bitte. Gehen Sie am 15. Juni 2014 zur Stichwahl und geben Sie mir Ihre Stimme. Sie haben bereits in der ersten Wahl am 25. Mai 2014 eine grundlegende Entscheidung in die richtige Richtung gemacht. Das neue Miteinander ist nicht nur ein Wort, sondern kann insgesamt mit dieser schönen Gemeinde auch mit Leben erfüllt werden. Dafür stehe ich, das kann ich. Geben Sie mir Ihre Stimme am 15. Juni 2014. Sollten Sie keine Wahlkarte mehr haben, können Sie trotzdem zur Wahl gehen. Sie werden die Möglichkeit bekommen, mit Ihrem Ausweisdokument entsprechend an der Wahl teilnehmen zu können. Deshalb noch einmal meine Bitte, gehen Sie zur Wahl am 15. Juni 2014 und geben Sie mir Ihre Stimme. Jede Stimme zählt für ein gemeinsames und neues Miteinander. Danke.